Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist irgendwas passiert, was du bereust und du willst es gerne ändern, umkehren, damit er sich für dich entscheidet. Ja, viele Frauen sind manchmal so ein bisschen verzweifelt, wenn sie daten und machen manchmal einfach auch kleine Dummheiten, muss man leider so sagen, weswegen der Mann sich dann letztendlich zurückzieht. Beispielsweise sowas wie: Du hast irgendwie in sein Handy geschnüffelt oder einen Fake-Account erstellt, ihn damit angeschrieben, ihn etwas unterstellt, was gar nicht passiert ist. Es gibt so viele Dinge, die halt eben leider zu einer Katastrophe führen können, wo der Mann sich dann zurückzieht und wo du dann nicht mehr weiter weißt und halt eben dir diese Gedanken machst, kann man das noch umkehren, kann man das noch ändern? Und ich bekomme wirklich super viele Nachrichten, immer genau dann. Dann, wenn eine Katastrophe passiert. Und das Problem ist, jede Katastrophe zeigt eigentlich, dass massive Dating-Probleme bei dir existieren. Denn warum sind diese Katastrophen überhaupt erst entstanden? Das sollte man sich eigentlich fragen. Denn diese Katastrophen entstehen meistens aus Ängsten heraus. Angst, verlassen zu werden, Angst, betrogen zu werden, Angst, nicht zu genügen, Angst, ja, den anderen zu verlieren, was auch immer. Aber es stecken immer tiefe Ängste dahinter, warum man dann letztendlich leider zu Maßnahmen greift, die wiederum den Mann dermaßen abschrecken, dass er sich gegen dich oder gegen eine Beziehung entscheidet. Und die Lösung des Problems ist nicht, diese Katastrophe jetzt versuchen, irgendwie umzukehren, weil ich muss dir leider auch sagen, das Kind ist meistens in den Brunnen gefallen, du kriegst es nicht mehr raus. Viele schreiben mir, wie gesagt, schildern ihre Katastrophe, haben den Mann vielleicht ein paar Mal gedatet oder kennen den mal ein paar Wochen. Und wenn dann diese Katastrophe schon am Anfang der Kennenlernphase passiert, dann ist die Entscheidung vom Mann nun mal in Stein gemeißelt tatsächlich. Wenn er gesehen hat, dass du zu solchen Dingen in der Lage bist oder zu solchen Missverständnissen eben ja, beiträgst, dann wird er einfach keine Lust haben, dich weiter zu daten. Und naja, die Entscheidung ist dann nun mal getroffen. Wenn er dir dann gesagt hat, er möchte dich nicht weiter daten, er möchte ja, einfach Abstand zu dir, er will nichts mehr mit dir zu tun haben, dann ist das einfach Fakt. Und ja, dann tut es natürlich besonders weh. Und dann kommt man natürlich erst in den Umbruch und denkt darüber nach, oh, wie kann ich das jetzt noch irgendwie ändern? Aber eigentlich solltest du 7 Schritte vorher ansetzen. Also wirklich, die Katastrophe darf erst gar nicht entstehen. Und da kommen wir wieder zu dem Thema, warum hast du diese Ängste entwickelt? Was ist in der Vergangenheit passiert? Welche Wunden hast du noch nicht verheilt? Welche alten Situationen projizierst du auf den anderen? Wo warst du unfair? Warum bist du vielleicht eifersüchtig? Oder eben auch, wieso kannst du vielleicht auch schwer vertrauen? Was auch immer die dahinterliegenden Probleme sind, das sind die, die man jetzt bearbeiten muss. Egal, ob er jetzt eben weg ist oder nicht weg ist, das spielt alles keine Rolle. Aber wenn du diese Probleme nicht nachhaltig bearbeitest, nachhaltig löst, dann wird die nächste Katastrophe auf dich zukommen. Und die meisten Frauen hoffen halt eben, naja, okay, vielleicht habe ich ihn jetzt verloren, auch wenn man das nicht wahrhaben will, hoffen dann einfach, dass der nächste irgendwie anders ist, sodass man dann selber auch irgendwie ein anderes Verhalten an den Tag legt. Aber so läuft es nicht. Der andere wird immer irgendwas in dir triggern und wenn du dich nicht im Griff hast, wirst du wieder denselben Fehler begehen, vielleicht nicht genau dasselbe tun, aber in einer anderen Form und es wird wieder das nächste Kennenlernen zerstören, du wirst wieder nicht in eine Beziehung kommen und so geht es die ganze Zeit weiter, bis du irgendwann erkennst, oh, ich glaube, ich muss an diesen Ängsten arbeiten, ich glaube, ich muss an dem Ursprung des Problems ansetzen. Und das ist etwas, was ich mir für so viele Frauen wünsche, weil, wie gesagt, ich meistens auch, wenn ich die Katastrophen lese, gar nichts mehr machen kann. Ich kann dann vielleicht ein, zwei Tipps geben, aber in 98% der Fälle ist das Ding gelaufen. Und du kannst niemanden, ja, ich sage jetzt einfach mal, überreden, der dich gar nicht will oder der komplett abgeschlossen hat. Das sollte auch nicht Liebe sein, jemanden irgendwie einzureden oder auf ihn einzuwirken, dass er irgendwie noch dann doch mit dir zusammen sein will. Das ist nicht wahre Liebe, aber so funktioniert es auch nicht. Natürlich kann man sich entschuldigen, natürlich kann man sein
in Anführungsstrichen komisches Verhalten versuchen zu erklären. Aber ich muss dir auch ehrlich sagen, der Mann muss nicht für alles Verständnis haben. Okay, gut, dann wurdest du in der Vergangenheit betrogen, deswegen bist du jetzt empfindlicher oder weiß was ich was. Aber dafür kann er ja nichts. Er kann ja nichts dafür, dass du diese Wunden in die Beziehung reinschleppst und dadurch euer Miteinander gefährdest und es erschwerst. Und das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Ansatz, wenn man eine gesunde, glückliche Beziehung will, immer bei sich anzusetzen und die beste Version seiner selbst zu werden, wirklich so beziehungsfähig und stabil zu werden, wie es eben nur geht, um den anderen nicht mit seinen alten Ballast in eine super unangenehme und verzwickte Lage zu bringen. Und natürlich sind wir alle nie komplett fertig mit der Weiterentwicklung und es kann immer sein, dass neue Themen in eine Beziehung hinzukommen, die Beziehung belasten, was auch immer. Aber wenn du von vornherein weißt, dass du Ängste hast, wenn du von vornherein unaufgearbeitete Themen hast und die erkennst, dann bitte bearbeite sie, bevor du eben das nächste Kennenlernen wieder komplett gefährdest oder dann halt wieder an den Punkt kommst, wo sich der Mann zurückzieht und du mit gebrochenem Herzen da sitzt. Also, Nachhaltigkeit ist im Bereich Liebe unglaublich wichtig. Und ich hoffe, dass du jetzt diese Worte nutzt, die ich dir gebe, um halt einfach präventiv zu arbeiten. Bitte arbeite jetzt an diesen Themen, bevor du wieder in die nächste Kennenlernphase reinrutscht und dann eben wieder mit komischen Verhaltensweisen, Ängsten und Co. den Mann oder die Beziehung belastest, weswegen es dann gar nicht in die nächste Runde gehen kann. Das ist übrigens auch ein Grund, warum es ganz oft nicht zur Beziehung kommt. Und ja, es ist natürlich immer am einfachsten, an Dingen zu arbeiten, wenn es gerade akut ist, aber es ist eben noch viel wichtiger, daran weiterzuarbeiten, wenn du auch gerade niemanden in deinem Leben hast, weil das ist ja eben der springende Punkt. Die Arbeit an solchen Ängsten und Co. dauert einfach ein paar Wochen bis Monate. Und da kannst du jetzt nicht einfach nichts machen und nur wenn du jemanden kennenlernst, dann aktiv werden. Dann ist es vielleicht schon wieder zu spät. Also bitte, bitte, bitte nimm das ernst. Ich habe so vielen Frauen in glückliche Beziehungen geholfen. Und was wir auch bei uns im Team immer wieder feststellen, ist, dass Ängste einfach bearbeitet werden müssen, dass eben diese ganzen alten Wunden bearbeitet werden sollten, damit so eine Katastrophe nicht noch einmal passiert. Ja, und wenn du dich dann hier in diesen Punkten erkennst und wirklich auch gerne eine glückliche Partnerschaft möchtest, wenn du auch bereit bist, an deinen Ängsten und Co. zu arbeiten, wirklich beziehungsfähiger zu werden oder halt eben auch diesen Ballast der Vergangenheit abzuladen, damit du einfach unvoreingenommen ein Date gehen kannst, dann kannst du dich auch gerne bei uns melden, denn wir helfen dabei, dass Frauen wirklich in glückliche Beziehungen kommen, ihren Ballast erkennen und bearbeiten können. Und ja, das machen wir halt seit Jahren, haben schon über 600 Frauen geholfen und ja, unsere Ergebnisse sprechen für sich. Also melde dich gerne, wir bieten kostenlose Beratungen an, wo wir halt ganz genau schauen, ob und wie wir dir helfen können, wie ein Coaching für dich aussehen müsste bei uns, damit du letztendlich auch Erfolg in der Liebe haben kannst. Also melde dich gerne einfach, den Link hast du hier eingeblendet oder auch unterm Video. Einfach draufklicken und die Beratung anfragen und dann schauen wir, was wir tun können, damit es bei dir in Zukunft einfach keine Liebeskatastrophen mehr gibt.